Am Sonntag findet die Bundestagswahl 2017 statt. Mit der Erststimme entscheidet sich jeder Wähler für einen Kandidaten, der seinen Wahlkreis im Bundestag vertreten soll. Das ist Hessen. Und das der Wahlkreis 180. Zum Wahlkreis 180 gehören die Stadt Hanau und Teile des Main-Kinzig-Kreises. Und das sind die Kandidaten. Bodo Delay ist Bundestagskandidat der Freien Wähler. Er arbeitet als Diplom-Ingenieur im technischen Umweltschutz. Delay ist 65 Jahre alt und wohnt in Gelnhausen. Tobias Huth ist Bundestagskandidat der Linke. Er arbeitet als Gewerkschaftssekretär, ist 39 Jahre alt und wohnt in Hanau. Das ist Katja Leikert. Sie wurde schon 2013 in den Bundestag gewählt. Nun ist sie erneut CDU-Kandidatin. Sie ist 42 Jahre alt und wohnt in Bruchköbel. Johnny Nerdock ist AfD-Kandidat. Er arbeitet als Diplom-Bauingenieur und ist 63 Jahre alt. In Erlensee ist Nerdock zu Hause. Ralf Rainer Piesold ist FDP-Kandidat. Er war Stadtrat und arbeitet als Dozent an der Fachhochschule in Frankfurt. Er ist 59 Jahre alt und lebt in Hanau. Das ist Sascha Rabe. Wie Leikert ist auch er schon seit 2013 Bundestagsabgeordneter und nun wieder SPD-Kandidat. Er ist 49 Jahre alt und wohnt in Hanau. Gregor Wilkenloh ist Bundestagskandidat der Partei. Er ist Gastronom, 50 Jahre alt und wohnt in Hanau. Anja Zeller ist grüne Kandidatin. Sie arbeitete zuletzt als Marketingmitarbeiterin. Zeller ist 46 Jahre alt und lebt in Hanau.